Abend, lieber Herr Dietrich, zunächst einmal sehr verehrte Damen und Herren, ich wäre sehr, sehr gerne nach München gekommen. Ich hatte mich auf den Termin gefreut. Ich musste allerdings dann in der letzten Woche absagen, da wir heute ein wichtiges Vorhaben der Regierung zur Entlastung des Pflegepersonals in den Krankenhäusern beschlossen haben. Das haben wir heute Morgen im Kabinett beschlossen. Ich war nicht abkömmlich. Ich wäre sehr gerne nach München gekommen. Das können Sie mir glauben. Ich möchte auch hier schon ankündigen, dass ich sehr gerne im nächsten Jahr dabei sein werde. Ich weiß, diese Zusammenkunft der Apothekerinnen und Apotheker zu schätzen, und es wäre für mich eine besondere Ehre gewesen, auch persönlich da zu sein. Umso mehr möchte ich mich bedanken, dass wir in der letzten Woche die Gelegenheit gehabt haben, noch also mit der Abteispitze uns auszutauschen. Ich habe diesen Austausch also als sehr gewinnbringend empfunden, und Frau Oberwening, Sie haben ja eben darauf hingewiesen, das war auch ein sehr grundsätzlicher, freundschaftlicher und ehrlicher Austausch. Das ist ein Austausch, wie wir ihn noch weiter pflegen werden. Ich werde gleich auf die Ergebnisse noch einmal zu sprechen kommen, aber erst einmal vielen Dank für diese Gelegenheit, die wir gehabt haben, sorge Verständnis, dass ich heute nicht dabei sein kann. Wir sind mitten in der Pandemiebekämpfung, und lassen Sie mich daher also zunächst einmal Folgendes sagen, bevor ich hier überhaupt starte. Es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, Ihnen allen zu danken für das, was Sie in der Pandemiebekämpfung geleistet haben. Ich weiß, dass die Apotheker tatsächlich einen Beitrag geleistet haben, der von vielen unterschätzt wird, den ich aber wahrnehme und den ich auch bei vielen Gelegenheiten auch besonders schon herausgehoben habe. Apotheker haben Teststellen betrieben. Sie haben also zuverlässig, sehr unbürokratisch die Ärztinnen und Ärzte, aber auch zum Teil die Impfzentren mit Impfstoffen versorgt. Sie haben digitale Impfzertifikate ausgestellt. Sie haben kurzfristig Versorgungsaufgaben übernommen. Sie haben all dies auch zum Teil getan, in Kaufnahme auch persönlicher Risiken, wirtschaftlicher Risiken, aber auch gesundheitlicher Risiken. Somit also ist die Apotheke hier ein Ort gewesen, wo auch Gesundheitsleistungen erbracht worden sind, Gesundheitsleistungen, die die Resilienz des Systems gezeigt haben. Ich könnte die Bodendienste, die erbracht worden sind, noch dazu erwähnen. Es ist insgesamt also eine fantastische Leistung gewesen. Und somit lassen Sie es mich wie folgt zusammenfassen. Deutschland ist bisher, gemessen an dem, was erwartbar gewesen ist und gemessen an der Altersstruktur in unserer Bevölkerung, relativ gut durch die Pandemie gekommen. Das ist auch den Apothekerinnen und den Apothekern zu verdanken. Und dafür möchte ich ganz herzlich auch im Namen der gesamten Bundesregierung noch einmal von hier ausdrücklich Danke sagen. Ich möchte auch hier darauf hinweisen, dass ich immer die Auffassung vertreten habe, nicht nur in diesen Tagen, sondern in der Vergangenheit auch, dass in den Apothekerinnen und in den Apothekern und auch in den Apotheken als Institution ein großes Potenzial liegt. Ich habe die Apotheker immer betrachtet als mehr als Kaufläufer, sondern als also Gesundheitsdienstleister, Gesundheitsversorger, deren Heilberuf wir nutzen müssen, deren Qualifikation unverzichtbar ist in der Bewältigung der gesundheitlichen Herausforderungen, die wir vor uns haben. Unverzichtbar auch in Anbetracht der Tatsache, dass uns an vielen Stellen die Gesundheitsberufe rarer werden, dass wir an vielen Stellen Probleme haben, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Das sind Einrichtungen wie die Apotheken, aus meiner Sicht ein zentraler Bestandteil auch für Verbesserungen der Versorgung, auch in Zukunft. Und da leisten Sie mich an dieser Stelle noch einmal sagen, dass ich also die Teilnahme der Apothekerinnen und Apotheker an der Versorgung auch in Zukunft ausbauen möchte, stärken möchte. Hier geht es um mehr als um die Abgabe von Arzneimitteln. Hier geht es um Leistungen, die erbracht werden. Da werden wir auf sie angewiesen sein, das ist mir vollkommen klar. Das möchte ich auch hier in den Vordergrund stellen. Für mich sind Apothekerinnen und Apotheker zentrale Dienstleister in unserem Gesundheitssystem, deren Aufgaben ausgedehnt werden können und müssen, die wir benötigen, um auch in den unterversorgten Gebieten die Versorgung langfristig aufrechtzuerhalten. Das sind Leistungen, die nicht dargestellt werden können durch den Versand oder durch andere Einrichtungen. Das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich gesagt haben.
Zufall, dass ich gleich zu Beginn meiner Amtszeit die Einbindung der Apotheken auch in die Regelversorgung für die Grippeschutzimpfungen aufgenommen habe. Das ist für mich ganz klar, dass die Apotheken dann ganz zentraler Standort sind, Platz sind. Und ich kann mir auch weitere Präventionsleistungen in der Apotheke sehr gut vorstellen, also über die Grippeschutzimpfung hinaus. Und es ist daher für mich auch klar gewesen, dass die Apotheken zentraler Ort sind, damit die Corona-Schutzimpfungen angeboten werden können. Daher habe ich in der letzten Woche auch im Deutschen Bundestag die Verlängerung dieser Regelung bis zum 7. April 2023 beschlossen. Hat der Bundestag dies beschlossen auf meine also entsprechende Vorlage hin. Und das ist etwas, was wir benötigen. Wir müssen die pharmazeutische Kompetenz der Apotheken und der Apothekerinnen nutzen, um auch für diese Wintersaison, was die Grippe angeht und was die Corona-Impfung angeht, vorbereitet zu sein. Ich danke Ihnen dafür die Mitarbeit und ich danke Ihnen auch, dass Sie diese Einrichtungen aufrechterhalten haben. Ich danke auch dafür, dass Sie die Testzentren in den Apotheken weiter aufrechterhalten haben. Zum Teil schien ja die Finanzierung nicht gesichert zu sein. Ich habe das immer zugesagt und habe das dann auch erwirkt, aber Sie haben da immer die Einrichtungen auch erhalten. Auch dafür vielen Dank Ihnen von dieser Zeit. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich auch die Erweiterung der pharmazeutischen Dienstleistungen nicht nur begrüße, sondern hier auch weiteres Potenzial sehe. Und daher die ersten 5 Dienstleistungen, Polymedikation, Betreuung von Organtransplantierten, pharmazeutische Betreuung, orale Antitumortherapie, standardisierte Risikoerfassung von Hochdruck und Bluthochdruck, aber auch also die korrekte Arzneimittelanwendung und deren Einweisung und die Übungen in der Inhalationstechnik. Das sind Leistungen, die Sie erbringen können, die Sie erbringen sollen. Ich bin mir im Klaren darüber, dass es da jetzt im Moment Schiedsverfahren gibt, aber es muss hier klar von meiner Seite her also gesagt sein, diese Dienstleistungen sind Dienstleistungen, die Sie erbringen können, die wir von Ihnen erwarten, die bei Ihnen in guter Hand sind und wo ich der Meinung bin, dass das so der Beginn sein kann für die Erweiterungen der Dienstleistungen, die sinnvollerweise und auch effizient im Übrigen und mit geringer Einstiegstiefe erbracht werden können in den Apotheken. Von daher sind diese Dienstleistungen von Ihnen nicht nur zu erbringen, sondern es ist der richtige Platz, hier die Versorgung, die wir bereits haben, zu ergänzen. Und wir werden in dieser Wintersaison mit der Grippeimpfung, mit der Corona-Impfung, werden wir einer Welle begegnen müssen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir nochmal eine starke Belastung durch die wahrscheinlich BA5-Variante für die Corona-Infektion sehen werden. Wir rechnen mit einer eher stärkeren Grippesaison, was wir von der Südhalbkugel bisher abhalten können. Und wir rechnen auch mit vielen RSV-Patienten. Somit werden wir tatsächlich die Apotheken hier nutzen müssen. Und ich weiß, dass ich mich da auf Sie verlassen kann, dass wir für den Herbst gut vorbereitet sind. Insgesamt, glaube ich, sind wir für den Herbst, was die Corona-Lage gut vorbereitet, was die Corona-Lage angeht, gut vorbereitet. Wir haben eine gute Impfkampagne vorbereitet. Wir haben angepasste Impfstoffe, BA1 und BA5 angepasste Impfstoffe. Beide Impfstoffarten sind für die Varianten, mit denen wir zu rechnen haben, sehr gut geeignet, was eure Studien angeht. Wir haben einen Pandemieradar aufgebaut, wo wir sehr viel präziser das Infektionsgeschehen voraussehen können und monitorieren können. Wir haben eine intensive Paxlovid Kampagne vorbereitet, sodass dieses Medikament, was auf der Grundlage israelischer Daten bei den über 65-Jährigen die Krankenhauseinweisung um mehr als 75% reduzieren kann. Wir haben dieses Medikament also über verschiedene Wege jetzt in der Vorhaltung und wir haben das Ihnen bekannte Infektionsschutzgesetz. Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit auch zeigen, Frau Oberwiener hat es auch eben gesagt, obwohl ich jetzt Paxlovid aus der Not geboren, weil wir hier wirklich sehr unkonventionell und schnell vorgehen müssten, für die also Dispension durch die Ärzte vorgesehen habe, da bitte ich um Ihr Verständnis, da müssen wir pragmatisch und schnell sein. Ich muss es von meiner Stelle ganz klar gesagt sein, Frau Oberwiener hat es ja schon mal erwähnt,
und sagten, das Evangelium auch von meiner Seite ist eine weitere Ausdehnung des Dispensierrechts durch Ärzte weder sinnvoll noch vorgesehen. Das Dispensierrecht ist exklusiv in den Händen der Apothekerinnen und der Apotheker zu sehen. Das ist das hier eine Ausnahme, die wir machen, aber die generelle Privilegierung der Apothekerinnen und der Apotheker beim Dispensierrecht ist hier unangetastet, steht fachlich nicht zur Debatte und ist sachlich einfach schlicht und ergreifend das, was Ihnen zusteht. Mir ist klar, dass Sie an Regelungen im Infektionsschutzgesetz allein nicht nur interessiert sind, sondern dass Sie natürlich von mir auch etwas hören wollen und auch etwas hören müssen vom GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Das ist ganz klar, das ist ein Gesetz, was wir hier miteinander besprechen müssen. Das ist ein Gesetz, was ich also hier auf den Weg bringen muss, ein schwieriges Gesetz. Ich habe hier ein Defizit, ein strukturelles Defizit von meinem Vorgänger in der Größenordnung von 17 Milliarden Euro geerbt. Dieses Defizit möchte ich in einer Art und Weise abräumen, dass es nicht zu Einbrüchen bei den Einnahmen kommt, dass es aber auf der anderen Seite eine faire Verteilung der Lasten gibt. Und diese faire Verteilung der Lasten bedeutet, dass ich den Beitragssatz etwas erhöhe um 0,2, dass wir Darlehen nehmen von ungefähr also 0,1, dass wir den Beitragssatz um 0,3 erhöhen, dass wir also einen Steuerzuschuss von 2 Milliarden in Anspruch nehmen, 1 Milliarde Darlehen nehmen. Das ist sozusagen eine Verteilung der also Einnahmen, der zusätzlichen Einnahmen auf den Steuerzahler und auf die Beitragszahler, dass wir dann aber auch bestimmte Sparmaßnahmen bei den Versorgern also in Anspruch nehmen müssen. Das verteilt sich auf alle Schultern ein wenig, beispielsweise im Bereich der Krankenhäuser 375 Millionen Euro im Bereich der Bereinigung der also Pflegekosten. Wir haben etwa 1 Milliarde, die im Bereich der Arzneimittelindustrie gewonnen werden durch Änderung des Anlaufs. Es gibt aber auch eine Belastung, die bei Ihnen anfällt. Und ich weiß, dass das also schwer ist für Sie. Ich weiß, dass das eine Mehrbelastung ist, die auch begründungswichtig ist. Aber ich muss halt die Einsparungen auf viele Schultern verteilen. Und ich bitte da um Ihr Verständnis, dass wir hier also die Effizienzreserven erhöhen müssen und dass wir daher den Apothekenabschlag erhöhen müssen von derzeit 1,77 Euro auf 2 Euro. Das ist auf 2 Jahre befristet. Ich hätte Ihnen diese Belastung sehr gerne erspart, aber ich muss dafür sorgen, dass sich die Belastungen auf alle Bereiche ungefähr gleich verteilen. Ich werde aber trotzdem alles tun, was ich kann, um Ihnen neue Perspektiven auch in dieser Zeit zu eröffnen, zum Beispiel beim Impfen oder auch bei weiteren pharmazeutischen Dienstleistungen. Ich gehe auch davon aus, dass Sie bei der Zunahme der Zahl der hochpreisigen Arzneimittel nochmal eine Entlastung hinbekommen, denn der ungedeckte prozentuale Vergütungszuschlag kommt hier zur Wirkung. Trotzdem ist es ein Grund der Ehrlichkeit, es war nicht anders möglich. Ich musste die Belastungen auf viele Schultern verteilen und musste ein Gesetz bringen, was ich in jede Richtung begründen kann. Von daher bitte ich um Ihr Verständnis, dass es hier zu dieser Einschränkung also beim Apothekenabschlag kommt. Aber ich hoffe, dass wir wieder in bessere Zeiten hineinkommen. Ich hoffe, dass das strukturelle Defizit von mir auch beseitigt werden kann für das nächste Jahr, sodass wir dann also bessere Zeiten vor uns haben. Ich weiß, dass wir vor wichtigen Herausforderungen stehen. Ich weiß aber auch, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam meistern können. Und ich bitte daher um Ihr Verständnis, dass wir hier diesen Weg für 1-2 Jahre gemeinsam gehen müssen. Aber ich werde die Möglichkeiten, die sich Ihnen eröffnen, durch weitere Dienstleistungen und also auch durch die Möglichkeiten, die Sie haben in der Hilfe bei der Pandemiebekämpfung, dass es dazu einen fairen Ausgleich kommt. Das möchte ich Ihnen zusichern, dass ich alles dafür tun werde, dass Ihnen neue Aufgaben noch zuwachsen. Auf diese sind wir auch angewiesen. Ich komme damit zur Digitalisierung und da ist es aus meiner Sicht wirklich beeindruckend, wie schnell die Apotheken dann bereit gewesen sind und auch in der Lage gewesen sind,
das Eherezept mit uns gemeinsam vorzubereiten. Bereits seit dem 1. September sind die Apotheken flächendeckend jetzt in Deutschland in der Lage, das Eherezept einzulösen. Ich habe zahlreiche Experimente mit dem Eherezept selbst auch erlebt und durchgeführt. Wir sind somit in der Testphase auf dem E-Rezept-Rollout unterwegs. Ich möchte mich dafür die Unterstützung von Ihrer Seite ganz herzlich bedanken. Bei der Art und Weise, wie das E-Rezept funktioniert, arbeiten wir noch also an Möglichkeiten, die Nutzung in der Fläche etwas also zu verbessern. Aber grundsätzlich ist die Art und Weise, wie das E-Rezept jetzt in der Apotheke zur Verfügung gestellt wird und jetzt dort auch eingelöst wird, das ist genau das, was wir uns wünschen. Das ist ein Beispiel auch für andere Leistungserbringer, wie sie diese Herausforderungen angenommen haben, wie gut die Digitalisierung in den Apotheken geklappt hat. Und ich weiß, dass das also nicht gegen, also, dass es also nicht ohne Widerstände geschehen ist, umso besser ist es gelungen. Und daher bin ich dankbar, dass wir es möglich gemacht haben. Wir werden ja auch weiter zusammenarbeiten. Für mich steht auf jeden Fall fest, dass durch das E-Rezept, das möchte ich hier ausdrücklich sagen, dass durch das E-Rezept die freie Apothekenwahl nicht angetastet werden darf. Es darf nicht sein, dass das E-Rezept dazu führt, dass die Apotheken durch die Apotheken in Frage gestellt wird. Das E-Rezept soll sozusagen den lokal vorhandenen Apotheken helfen, neue Leistungen auch anzubieten, das Leistungsspektrum auszubieten, zu erwähnen, beispielsweise durch Nutzendienste, aber auch durch andere Angebote. Somit also ist das E-Rezept nicht etwas, was die Apothekendichte und auch die Apothekenleistung aushöhlen soll, sondern das Leistungsspektrum der Apotheken ausdehnen und ergänzen möchte. Das möchte ich ausdrücklich in den Vordergrund stellen, sodass Sie sicher sein können, dass das E-Rezept für Sie eine Möglichkeit ist und Ihre Zukunft ausdehnt und erweitert und nicht einfällt. Lassen Sie mich da noch einmal sagen, also da ist auch das Dispensierrecht nicht angetastet und somit also ist der Claim der AFDA einfach dafür nicht durch das E-Rezept also nicht nur nicht gefährdet, sondern es kann eine Umsetzung sein, eine Umsetzung, die ich begrüße, wo wir den Herausforderungen begegnen und gemeinsam Perspektiven aufnehmen. Schließlich, ich finde es sehr richtig, dass Sie also den Apothekentag hier auch unter das Thema gestellt haben, Klimawandel, Pharmazie und Gesundheit. Der Klimawandel wird von uns allen zu bekämpfen sein und also die Art und Weise, wie das eben von Ihnen, Frau Oberwening, in den Vordergrund gestellt wurde, dass also auch hier Kundendienste mit dem Elektroauto oder mit sogar dem Fahrrad oder also mit dem Elektroroller erbracht werden können, das ist eine Perspektive, die ich ausdrücklich begrüße, das ist richtig, so gehen wir gemeinsam heran. Ich begrüße daher die Offenheit in Ihren Gedanken. Ich wünsche Ihnen sehr gute Beratungen, ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und wie gesagt, ich wäre gerne sehr gerne in München bei Ihnen gewesen. Ich freue mich aber auf den nächsten Apothekentag und stehe Ihnen natürlich auch für weitere Gespräche hier in Berlin jederzeit zur Verfügung. Danke Ihnen für die Einladung und auch für Ihr Verständnis, dass es diesmal in Person nicht geklappt hat. Aber im Geiste bin ich mit Ihnen und wünsche Ihnen ein gutes Gelingen und gute Beratung. Vielen Dank.